Im zweiten Aufeinandertreffen zwischen dem EC VSV und Olympia Laibach innerhalb von 48 Stunden beginnt der VSV stark. Roland Kaspitz bedient optimal die Nummer 12 Michael Raffel und er trifft in der 11. Minute zum 1:0 und im ersten Drittel sogar noch zum 2:0. Der VSV hat also eine komfortable Führung und kann diese lange Zeit halten bis in die 50. Minute. Dann kommen die Slowenen zu ihrem ersten Treffer. Igor Zvetek verkürzt auf 1:2 und im Powerplay kurz vor dem Ende gelingt Laibach dann sogar der überraschende Ausgleich. 2:2, das Spiel geht somit in die Overtime. Diese dauert dann knapp 4 Minuten und dann ist es wieder Michael Raffel, der einen Sololauf startet und mit seinem dritten Treffer an diesem Abend die Partie zugunsten der Adler entscheidet. Der VSV schlägt Olympia Laibach mit 3:2.